Freunde, etwas Unglaubliches passiert. Nachdem ich in meinen Vlogs eigentlich immer entweder in den Baumarkt gefahren bin oder zu Thomas nach Remscheid gefahren bin, bin ich als drittes eigentlich so ziemlich immer in den Ikea gefahren. Gerade noch zu Boxzeiten, zu UFO-Zeiten bin ich so oft zum Ikea gefahren. Und jetzt ist es passiert, Ikea ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich ein paar Sachen von deren neuen Gaming-Kollektion haben will. Die haben jetzt, keine Ahnung, Tische, Mauspads, Mauskabelhalter, Gaming-Stühle und so weiter und so fort. Ich habe mir davon ein paar Sachen ausgesucht. Wie ihr sehen könnt, hier sind auch generell in der Wohnung ein paar Sachen neu. Guck mal, hier so ein paar bunte Spiegel, die finde ich eigentlich ganz geil. So komisch, das Oldschool-Feeling, wenn ich jetzt hier so rumzeige. Das liegt daran, dass ich gerade zum ersten Mal nach ganz langer Zeit mal wieder meinen Bildschirm gedreht habe und mich selber sehe. Guck mal hier, eine neue Pflanze. Das hier ist so eine Monstera, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch, weil die gefühlt so ziemlich jeder zu Hause hat. Die soll nämlich sehr pflegeleicht sein. Die bekommt nämlich ziemlich wenig Licht hier unten, weil da ist die Tür. Ich hoffe mal, jetzt gerade auch im Winter, die wird das Ganze hier überleben. Aber wie gesagt, die soll ja relativ anspruchslos sein. Kleines Update aus der Wohnung. Aber diese Sachen werden wir gleich aufbauen. Denn ihr habt ja in der Roomtour gesehen, dass ich ein Arbeitszimmer auch hier habe. Und ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Ach, hier auch noch ein kleines Update. Wie ihr sehen könnt, hier hängen jetzt noch ein paar Bilder. Die haben wir damals mitgenommen vom Tegernsee. Da gab es ja das sehr erfolgreiche Video, wo ich zusammen mit Johanna E-Bike gefahren bin. Da haben wir noch diese Bilder dann mitgenommen. Also die waren so eingerollt und Johanna hat dann noch so ein paar Bilderrahmen geholt und so weiter. Hier ist noch ein bunter Spiegel und jetzt kommt das absolute Highlight der Wohnung. Das ist es. Das ist mein Arbeitszimmer. Und ich weiß, die meisten von euch werden sich jetzt denken, hey, was willst du denn da eigentlich noch verbessern? Aber ich glaube, so ein paar Nuancen kann man hier noch rausholen. Falls ihr euch fragen solltet, warum steht hier gerade so ein DJ-Set? Das habe ich bestimmt schon vor 3, 4 Jahren oder so geholt, aber eine ganze Zeit lang verliehen und selber nicht mich wirklich hier dran gegeben. Es war immer schon mal mein Ziel, dass ich das Ganze hier lerne. Und ich hoffe, dass ich jetzt bald nochmal dazu komme und mir die Zeit nehme. Ich will einmal in meinem Leben richtig verstehen, wie man jetzt hier richtig gute Übergänge macht und wie man am besten hiermit arbeitet. Ich weiß nicht, so richtig happy bin ich noch nicht mit dem Raum. Damit ich allerdings einen Tisch aufbauen kann, brauche ich natürlich erstmal ein bisschen Platz. Ich würde sagen, wir machen einen auf alte YouTube-Zeiten und ich erspare euch das Ganze einfach. So, klar, ist nicht perfekt, aber das reicht auf jeden Fall, um jetzt erstmal hier den Tisch hinzubauen und den Stuhl dahin zu stellen, glaube ich. 1,80 Meter ist er lang. Also die Tischplatte. Bin ich froh, wenn hier ein Schreibtisch steht. So, da gucken wir doch mal, was hier drin ist. Der Tisch ist übrigens höhenverstellbar. Das heißt, wir haben hier so einen elektrischen Standfuß. Und dementsprechend hier vorne auch so ein Panel, wo man Höhen einspeichern kann und so weiter und so fort. Der Tisch hat nur zwei Füße. Ich wollte gerade einen Witz machen. Richtig, der wäre wahrscheinlich richtig gut geworden. Weil Tische ja eigentlich vier Beine haben. Aber das ist ein Zweibeiner. Dieser Tisch und ich, wir sehen uns sehr ähnlich. So, was haben wir denn hier? Hier ist einmal Strom. Okay, also das hier wird eine Art Netzteil sein. Ach krass, das Panel hat sogar einen USB-Anschluss. Das heißt, man kann sogar sein Handy direkt laden. Das ist eigentlich echt entspannt. Achso, das ist übrigens eine Koop mit Republic of Gamers. Kennt ihr vielleicht. Da habe ich auch super viel PC-Hardware von. Und die haben, wie gesagt, mit hier dran gearbeitet an dem Tisch. Weil die halt wissen, was am besten für ein Gaming-Tisch ist. Normalerweise ist hier so ein Tool dabei, damit man die Schrauben hier reindrehen kann. Aber da bin ich immer ein bisschen zu faul. Deswegen nehme ich hier den Akkuschrauber. So, jetzt kommen wir die Füße oben drauf. So, ich stecke das Ding mal ein und bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Sieht ganz gut aus. Jo, es fährt nach oben und unten. Und hier sehen wir auch nochmal die Zentimeter und die verschiedenen Höhen halt, die wir hier einprogrammieren können. Jetzt muss im Prinzip eigentlich nur noch die Tischplatte oben drauf. Und ich stelle mir gerade die Frage, will ich, dass diese Kante, weil die Tischplatte hat hier so eine kleine Einsparung, will ich, dass die an der Seite ist, wo ich sitze? Dann sitzt man so ein bisschen mehr im Tisch drin. Oder will ich die nach hinten machen, um da besser die Kabel von den Monitoren und so weiter besser durchführen zu können? Ich glaube, ich lege es erstmal so drauf, dass die Kante hinten ist. Okay, hier kommt die Tischplatte. So. Oh, sorry, ach du meine Güte, ihr seid ja auch noch da. Ihr müsst trotzdem ein Stück zur Seite. Da ist er. Boah, geil, der ist so matt, ne? Das ist schon cool. Hat wirklich so, so gar keine Textur, das finde ich echt geil. So, damit man jetzt hier unten besser arbeiten kann, kann ich ja den Tisch schön hochfahren. Und da kommt jetzt unten hier nur noch die Halterung, beziehungsweise ja, dieser Kabelkanal hin. So, der Tisch steht jetzt erstmal. Was auch noch ganz cool ist, hier sind auch noch so kleine Dinger dran, damit man die Kabel vernünftig verlegen kann. Also diese kleinen Klebepads. Aber ich habe das jetzt hier so gerade umgebaut, dass es tatsächlich mit nur einem einzigen reicht. Den Rest habe ich nämlich tatsächlich schon hier in diesem Kabelkanal verbaut. Und das einzige Kabel, was man jetzt sieht, ist eigentlich nur das Stromkabel. Bis jetzt also ziemlich clean, würde ich sagen. Was ist aber noch wichtig, damit man vernünftig an einem Schreibtisch arbeiten kann? Ein Stuhl zum Draufsetzen. Und ich glaube, der ist hier drin. Kann sein, dass auch noch ein anderes Paket ist. Aber ich habe mich hier für eine schwarze Variante einheitlich entschieden. So, hier steht es mal drauf, man sollte das auf keinen Fall mit einem Messer öffnen, deswegen habe ich extra eine Schere genommen. Ne? Hier sieht man nämlich auch schon warum, hier liegt nämlich direkt Stoff oben drauf. So, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Also das ist natürlich hier der Standfuß und dann haben wir hier 5 Rollen. Also bis jetzt habe ich hier noch alles hingekriegt, ohne aufstehen zu müssen, kann man nie beschweren. Gut, dass hier jetzt endlich mal ein Tisch existiert, an dem man arbeiten kann. So, ich glaube, das war's schon, oder? So, ah.
Chillig. So, was kann das gute Ding jetzt? Es kann schon mal rollen. Dann haben wir höhenverstellbare Armlehnen. Die würden jetzt nicht mehr unter den Tisch passen, wenn die jetzt ganz oben sind. Aber wir können ja den Tisch anpassen. Nackenstütze kann man noch so nach oben und unten fahren und auch noch im Winkel neigen. Also dieses Rückending hier in dieser Variante finde ich richtig gut, ehrlich gesagt. Gefällt mir eben schon mal sehr, sehr gut. So, es ist vollbracht und mittlerweile schon der nächste Tag. Ihr könnt sehen, der Tisch ist schon wieder komplett unaufgeräumt, denn ich habe den direkt nach dem Aufbau abends noch genutzt und ein paar Sachen gemacht. Damit es zukünftig aber nicht dauerhaft so unordentlich aussieht, brauchen wir noch ein bisschen mehr, um die Sachen zu organisieren. Und wir haben ja noch nicht alles ausgepackt, denn hier ist noch ja, so ein Minischrank, wie nennt man das? So ein Ding, was man unter den Schreibtisch oder neben den Schreibtisch stellt, wo man halt so Sachen reinsortieren kann. So, eins habe ich auch noch hier. Ziehen wir die Hausschuhe aus hier. Kleiner Fun Fact, ich muss Hausschuhe tragen, weil mir sonst richtig schnell die Fersen wehtun, weil ich so richtige Plattfüße habe. Ich muss so eine halbe Stunde im Haus rumlaufen oder länger an einer Stelle stehen und tut mir direkt die Fersen weh, deswegen muss ich mal irgendwie was anziehen. Kleiner Fun Fact, war das interessant? Ich habe das Gefühl, wir haben hier richtig was zu tun. So, jetzt kommt das hier rein. Boah, Alter, ist das Ding schwer, das ist ja abnormal. Oh, Alter, krass. So, hier kommen natürlich auch noch Rollen drunter. Und jetzt kann man das ganze Ding. So sieht es bis jetzt aus. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so schwer ist. Boah, sogar hier. Sogar richtig Softclose hier am Start. So, zwei Softclose-Schubladen. Sehr massives, krass, hochwertiges und echt schweres Ding auf jeden Fall. Also ich habe gerade schon mal gecheckt, also ein Drucker hier würde auf jeden Fall oben drauf passen. So, ich würde sagen, die Position, falls der Schreibtisch hier bleiben sollte, auf Dauer ist eigentlich klar. Der kommt, denke ich, hier hin. Hier rechts kommt nämlich das Technikbecken hin. Das ist aber noch ein bisschen kleiner als das, was jetzt hier ist. Ich könnte natürlich auch alternativ den PC hier oben drauf setzen, ne? Dann ist das sogar noch so ein bisschen im Sichtfeld. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie dieser Raum hier am Ende aussehen soll. Okay, ich glaube, er passt gar nicht 100%, oder? Oh, es passt doch da rein. LOL. Ey, das ist, als wäre das für dieses Gehäuse hier gemacht. Okay, den muss ich hier drauf lassen. Der passt so krank hier drauf. Das wäre ein Unding, das nicht zu machen. Das wäre frech von mir. So, der PC ist schon mal angeworfen. Wenn das jetzt noch aufgeräumt wäre, würde mir das schon mal richtig gut gefallen. Es gibt aber noch mehr Pakete. Also einmal gibt es noch dieses Paket hier und jeden Moment müssten noch ein, zwei weitere Pakete ankommen. Oh, was haben wir denn hier? Ach krass, also wir haben einmal nochmal Einlagen hier für die Schublade. Ich glaube, das ist für die kleine. Das kann hier rein und dann hat man das Ganze hier nochmal ein bisschen sortierter. Dann ist hier noch ein Mauspad dabei. Es gibt auch noch ein anderes Mauspad. Das war aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr lieferbar, deswegen habe ich jetzt dieses hier. Sehr, sehr clean, einfach nur schwarz. Mein altes ist nämlich schon echt ganz schön abgeranzt und sieht einfach echt nicht mehr so geil aus. Das kommt dann erstmal wieder ins Büro. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Becher. So sieht er aus. Und dazu sogar noch einen Metallstrohhalm. Und passend dazu, wenn man gerade im Rage-Modus ist, noch den passenden Cup-Holder, den man an die Seite vom Tisch hängt. Und deswegen kann man, wenn der jetzt hier drin steht, den halt nicht so einfach umkippen. Zack, festgeschraubt. Und dann haben wir hier den passenden Becher und den passenden Cup-Holder. Und dann geht es ab. Hier kann man natürlich auch noch eine Tasse reinstellen. Hier ist so eine Aussparung, wenn man jetzt einen Griff dran hat und so. Irgendwie ganz nice, ne? Aber wie gesagt, es kommen noch ein oder zwei Pakete. Es kommen noch zwei Sachen. Die müssten jetzt jeden Moment ankommen. Mittlerweile sind schon wieder einige Tage vergangen und es sieht in diesem Raum wieder überhaupt nicht mehr so aus, wie es noch in der Timelapse aussah. Und ich habe in dieser Zeit begriffen, dass ich diesen Raum in diesem Video nicht mehr so hinbekommen werde, dass er vorzeigbar ist. Klar, das Setup hier mit PC und dem Tisch und allem, was dazu gekommen ist, damit bin ich auf jeden Fall sehr happy. Klar, diese Bildschirmgeschichte da ist natürlich alles noch nicht so super, super perfekt und super final. Ich werde das jetzt erstmal eine Zeit lang austesten und dann werde ich mal einfach gucken, wie ich das zurecht mache. Man kann natürlich verschiedene Bildschirmhalterungen und so weiter da noch hinmachen, dass es da nicht so komisch wie ein Schluck Wasser in der Ecke hängt. Und Leute, es gibt noch eine krasse Neuerung. Tschüss, Buddy. Da unten, seht ihr das? Da steht das Technikbecken vom Aquarium. Und das ist auch noch so eine Geschichte. Es ist halt eine super große Hin- und Herräumerei hier. Guck mal hier, zum Beispiel sitzt hier gerade dieser riesige Baum. Der war eigentlich auch hier im Wohnzimmer, aber da steht jetzt mittlerweile ein Weihnachtsbaum. Eine neue Geschichte, die jetzt auch noch zusätzlich mit dazu kommt, ist folgende. Und zwar kommt ein neuer Esstisch morgen. Der Esstisch wurde bestellt im Mai 2021. Jetzt ist mittlerweile Mitte Dezember und er soll morgen ankommen. Ist der Wahnsinn. Bedeutet im Umkehrschluss, dieser Esstisch muss hier weg und es muss Platz für einen neuen Geschmack
geschaffen werden. Bedeutet auch, dieser Tisch, den ich eigentlich sowieso schon immer in dieses Zimmer stellen wollte, kann ich jetzt endlich in dieses Zimmer stellen. Und ich habe mir da, glaube ich, noch so eine zweite Ecke überlegt. Ich schieb den einfach mal hier rein. Achso, übrigens ist ja auch noch was Neues passiert. Guckt es euch an. Mittlerweile steht hier eine richtig professionelle Siebdruckträger-Kaffeemaschine. Ich habe nur noch absolut überhaupt gar keine Ahnung, wie man damit guten Kaffee macht. Ja, ich dachte, ich binde das nochmal kurz mit ein und habe nochmal ein kleines Update von der Wohnung. Aber wie gesagt, eigentlich geht es um diesen Tisch hier. Ich werde jetzt diesen Tisch rüberschieben. Achtung, Tisch kommt. Auf dieser Tisch hätte wieder keine 3 cm länger sein dürfen, dann hätte ich ihn nicht reinschieben können. Zumindest nicht so einfach. Es ist der Wahnsinn mal wieder. Wo stellen wir den jetzt hin? Stellen wir den jetzt hier so hin? Oder stellen wir den jetzt so hin? Also mein Bauchgefühl sagt mir, der soll hier bleiben und der kommt da an die Wand. Das ist doch nicht, der muss doch irgendwie, nee, ich glaube, das ist falsch so, oder? Ist es, natürlich ist es genau falsch rum. Das ist halt eigentlich ein Esstisch, ein kleiner und kein Schreibtisch, ne? Lass ich das jetzt so? Ja, erstmal muss der Tisch ja eh irgendwo hin, dann lass ich es wahrscheinlich erstmal so stehen, ne? Schwierig. 2000 Jahre später. Ich habe jetzt doch nochmal die Zeit genommen und geguckt, wo hier in der Wohnung noch irgendwo Platz ist, wo ich Sachen unterbringen kann. Und es ist erfolgreich gewesen. Boah, mir fällt nochmal auf, wie extrem hartig das in diesem Raum ist. Also Freunde, so sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt unten noch diese Stehlampe gefunden, die finde ich da eigentlich gar nicht schlecht. Und jetzt diese Wand da ein bisschen weiter nach links gerückt. Da unten sind auch so ein paar Sachen, die halt mit der Zeit wegkommen. Das ist ein ganz alter Einweg, ist ja auch egal. Aber es ist jetzt verhältnismäßig relativ clean hier, kann man eigentlich machen. Da vorne die Ecke, wie gesagt, das wird noch. Das wird das Technikbecken. Ja, und über das Setup hier müssen wir sowieso nicht mehr sprechen. Das hatten wir ja schon mit drin. Und guckt euch mal an, Moment. Ich nehme euch mal vom Stativ hier runter. Guckt euch mal an, wie clean das hier drunter ist. Da geht ein einziges Kabel geht hier runter. Und das ist das von der Mehrfachsteckdose, die ich da oben drin versteckt habe. Und da oben ist dann auch der Tisch selber drin eingesteckt und alle Sachen vom PC. Und die habe ich ja vorne mit Kabelbindern ein bisschen zusammen gemacht. Und ich kann das jetzt auch einfach hochfahren und trotzdem bleiben die Kabel hier alle zusammen. Sehr, sehr nice. Und ein Paket haben wir ja noch. Da haben wir das Nackenkissen mit drin. Und hier ist irgendwo noch der Mauskabelhalter. Das ist er, glaube ich, ja. Das Kissen, das kann man, glaube ich, auch noch direkt hier irgendwie um den Stuhl festschnallen, falls man da nochmal mehr Polster haben will. So. Dann haben wir hier ein doppelt dickes Polster. Auch ganz geil. Ach so, genau. Und der Maushalter. Bei meinem allerersten Setup, als ich noch Minecraft-Videos gemacht habe, hatte ich hier so einen Maushalter. Und es ist kein Scherz. Ich habe den die komplette darauf folgende Zeit vermisst. Denn sowohl im UFO als auch in der Box hatte ich Löcher im Tisch. Und da gingen dann immer die Kabel durch. Und die sind immer wieder runtergefallen. Ich habe da immer mal wieder Widerstände eingebaut, damit die nicht runterfallen und damit an der Maus ziehen. Aber das hat irgendwie alles nicht so richtig geklappt. Und das ist eine Sache, die habe ich immer vor mir hergeschoben. Kabel wird, glaube ich, hier oben reingespannt und dann noch irgendwie hier oben so draufgelegt. So. So. Hier oben auch noch rein. So, und jetzt ist das Kabel hier oben immer flexibel. Und ich merke den Widerstand gar nicht. Also wenn ich hier rüber gehe und so, wenn sich das mitbewegt, es ist ein Traum. Es ist, als hätte man kein Kabel. Also das Ding ist wirklich, ich finde es richtig, richtig nützlich. Ich habe super oft jetzt sogar die letzten 2-3 Tage hier dran gestanden. Ich habe schon Livestream hier stehen dran gemacht, 2 Stunden lang. Ich habe einen Reaction-Stream hier dran gemacht. Also wirklich, ich stehe hier tatsächlich mehrere Stunden dran und finde das richtig, richtig gut. Ist auf jeden Fall deutlich gesünder und man hat deutlich weniger Nackenschmerzen. Also ich finde es richtig cool. Die gibt es auch noch in anderen Farben. Also hier auf Schwarz sieht man natürlich ordentlich Katzenhaare und Flusen und so. Dafür sieht man die Kabel und das ganze Setup nicht so sehr. Also das ist halt mehr so in einem Guss, muss man selber wissen, was man gut findet. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, das hier in Schwarz gewählt zu haben. Wie gesagt, alle Sachen sind unten in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank an Ikea. Ich bin sehr, sehr happy mit der ganzen Geschichte, wie das hier abgelaufen ist. Und ja, ich würde sagen, dieses Becken da ist schon so ein kleiner Indiz auf das, was jetzt folgt, Freunde. Take this auf jeden Fall easy. Und wir sehen uns dann jetzt hoffentlich, wenn es mit dem Aquariumprojekt losgeht, wieder regelmäßig häufiger. Ich habe nämlich übertrieben Bock. Und ich kann euch verraten, es geht jetzt wirklich richtig los. Es hat sich alles ein bisschen verzögert. Corona, Scheiben und so weiter hat alles ein bisschen länger gedauert. Ihr kennt die Problematik mit Versand und Co. zu diesen Zeiten. Es nervt übertrieben, aber jetzt geht's los, Leute. Bis dann, mach's gut. Take this in Sinne, das Leben zu ernst. Und tschüss.